Heute schauen wir uns mal ein sehr schönes Rad an. Und zwar das Villiers-Rennrad von Oma Freile. Kommen wir zum Rahmen, welcher wie schon gesagt von Villiers Tristina kommt, einer Traditionsmarke aus der Rossano-Veneto-Region. 780 Gramm wiegt der Rahmen, inklusive Gabel. Die Farbe des Villiers Zero SLR ist auch wirklich schön. Alle farblichen Übergänge finden geschmeidig zueinander. Gerade das Metallic Türkis, finde ich, hat schon etwas. Am Oberrohr, welches aerodynamisch geformt ist, darf Omar Freile auf seinen Namenszug blicken. Das komplette Teambike des Team Astanas ist mit einer Shimano Dura-Ace DR2-Gruppe ausgestattet. Omar Freile hat an seinem Rennrad 175 mm lange Kurbeln montiert. Natürlich in Verbindung der Shimano Dura-Ace FCR 9100P Kurbelgarnitur mit Powermeter, um immer up-to-date zu sein, welche Wattzahlen er täglich getreten hat. Seine Übersetzung auf den Kettenblättern beträgt hier 53,39 Zähne, was der Standard ist im Profi-Peloton. Für einen noch besseren kraftschonenden Tritt haben die Astana-Mechaniker Keramik-Speed-Lager verbaut. Hinten finden wir eine Übersetzung von 11 bis 30 Zähnen vor. Mit dieser Übersetzung ist Omar Freile im flachen, hügeligen, bergigen Terrain perfekt ausgestattet. Gehen wir von der Kassette direkt weiter zu den Laufrädern, welche von der französischen Marke Kurima kommen. Diese das Team Astana schon seit mehreren Jahren mit qualitativ hochwertigen Laufrädern ausstatten. Freile fährt hier auf den Laufrädern Kurima 47 WS Carbon für Disc Brakes. Diese haben ein Gewicht von 795 Gramm für das Vorderrad und 905 Gramm für das Hinterrad. Die Reifen kommen von der kleinen deutschen Reifenfirma Wolfpack. Gehen wir hoch zum Sattel, wo wir die in Schwarz gehaltene Sattelstütze von Villiers sehen und dann gleich Omar Freiles Sattel ebenso in Schwarz von der italienischen Marke Pologo mit dem Modell Scratch M5 mit einem Gewicht von ca. 185 Gramm. Weiter zum aerodynamischen Cockpit. Hier handelt es sich um das hauseigene Villiers Cockpit Zero Integrated in Türkis Metallic gehalten mit einer Lenkerbreite von 42 cm. Was uns auch vermehrt auffällt, ist, dass viele Fahrer die Shimano Sprintschalthebel nutzen, um noch schneller schalten zu können, wenn sie Unterlenker greifen. Gehen wir nochmals kurz runter in Richtung Tretlagerbereich. Für den perfekten Halt bei jeder Umdrehung benutzt Omar die Pedale von Look. Und als weiteres Tuning-Element neben dem Tretlager setzt man beim Team Astana auf den Schaltkäfig von Keramik Speed mit den großen Schaltröllchen. Abschließend noch einen Blick auf die Zahlen. Die Sitzhöhe von Omar Freile beträgt 78,4 cm, verbunden mit einer Sitzlänge von 61,3 cm. Gemessen Sattelspitze hin zum Vorbauende. Das Rad haben wir mit 6,9 kg gewogen. Nun haben wir das Arbeitsgerät von Omar Freile vorgestellt. Ich finde, Omar kann sich jeden Tag auf sein Arbeitsgerät freuen. Wenn euch dieses Rad und dieses Video gefallen hat, so würden wir uns über ein Like freuen. Für weitere Radvorstellungen und auch sonstige Videos abonniert jetzt unseren Channel GCN auf Deutsch.